So, Bayern München gegen RB Leipzig. Das klingt doch nochmal nach richtig Musik, oder? Letztes Achtelfinale. Hat sich dann gerade die Paarung Mainz gegen Düsseldorf für das Viertelfinale ergeben. Also zwei Karnevalshochburgen gegeneinander. Wir suchen jetzt in diesem Spiel den Gegner für den ersten FC Köln. Also Bayern gegen Köln oder Leipzig gegen Köln wird dann das dritte Viertelfinale im Spielplan bedeuten. Erste Halbchance hier für die Münchner und Leipzig setzt wieder sehr, sehr früh auf Samuel Weber als Feldspieler-Torwart am Ball. Wechsel eben eingefangen. Franz Hanschmann jetzt wieder auf der Platte. Immer dann, wenn der Ballbesitz wechselt. Leipzig also hier sehr variabel unterwegs. Von Trainer Tim Krömer eingesetzt, 31 Jahre jung. FC Bayern ist auf so ein kurzes Abstempeln gestern Nachmittag eigentlich, oder gestern Abend war es sogar schon. Tolle Vorrunde gespielt, 2-0 gegen den BVB, 4-2 gegen Schalke. Heute Morgen 8-0 gegen die Mühlis. Richtig losgelegt, große Möglichkeit, Doppelkopfball. Und das 1-0 für Bayern München durch Magnus Dalpiaz. Hier, der weite Ball, mal erfolgreich. Dann konnte Hanschmann noch abwehren. Und der zweite Kopfball saß dann zum 1-0 für die Bayern. Also gestern noch ganz schnell, gestern Abend, letzte Partie des Abends war dann ein 0-6 für die Bayern gegen Hertha BSC Berlin. Leipzig bisher mit keinem guten Turnier, bis auf den 4-3-Sieg. Starke Leistung da in dem Spiel gegen Werder Bremen. 1-5 gegen Fortuna, 2-5 gegen Union Berlin und dann das 2-4 gegen Köln. Und hier das 2-0 für die Bayern. Can Paylan trifft. Nicht. Peinert ist hier am Ball mit der Ecke. Peinert liegt vor. So rum war es. Magnus Dalpiaz trifft. Zum 2-0. Frühe Führung. Dann nicht mal 3 Minuten für den FC Bayern München. Er ist Jabba-Dabba-Dut in Lübbecke. Abschlussversuch. Stark gerettet hier. Im Programm nehmen wir uns die Zeit gerade noch, wirklich zu Beginn des Spiels. Gleich ein Show-Act, Walking Piano zu sehen. Danach geht es dann eben in die Viertelfinals. Wir beginnen mit Hertha gegen Borussia Dortmund. Hamburger Sportverein trifft auf Bayer Leverkusen. Dann gibt es 9 Meter für die Bayern. Schauen wir uns jetzt nochmal an, das Spiel über die Bande. Ja, und dann eine klare Nummer, Foul an Simon Zölz. Und es tritt an Tim Binder gegen Hanschmann. Binder trifft zum 3-0 für die Bayern. Also mutmaßlich das dritte Viertelfinale, Bayern gegen Köln. Und dann schließen wir die Viertelfinals mit Mainz gegen Düsseldorf. Das ist der weitere Fahrplan.
nach diesem Spiel. Also 8-0 heute gegen die Mühlis. Jetzt führen sie hier schon früh 3-0 gegen Leipzig. Die Bayern hatten ein gutes Frühstück. Hoteladresse und Buffetfoto wird nachgereicht. Leipziger ja Tabellenzweiter in der Regionalliga Nordost. Ein Punkt hinter Tennis Borussia Berlin. Geschossene Tore in 10 Spielen. 4 Tore im Schnitt draußen, also bockstarke Offensivleistung der Leipziger in der Feldsaison. Stark hier das Spiel über die Bande. Lennox Alke probiert, den Kollegen Heyral mitzunehmen. Neo Heyral. Und jetzt die Bayern wieder im Angriff. Leipziger verzichten jetzt auch auf den Torwart. Wechsel in solchen Momenten. Der nächste Bayern-Angriff rollt schon wieder. Überzahl, wenn es schnell geht. Klasse abgefangen von Neo Heyral. Ganz wichtig. Versuch des Spiels über die Bande. Ball nicht getroffen, aber dafür das Tor. Magnus Salpjatz scheint hier Matchwinner zu werden in diesem Achtelfinale. Nächster Treffer für Bayerns Nummer 14. Vorher ein Zusammenstoß voraus, weil Leipziger Spieler über den Ball gehauen hat. So, da haben wir wieder Samuel Weber mit der 22 auf dem Rücken. Ja, wie gesagt, Feldspieler. Eingesetzt hier als mitspielender Torhüter. So, langer Ball. Da ist Hanschmann wieder. Bayern wahnsinnig dynamisch, wahnsinnig intensiv, schmeißen sich da immer noch, trotz 4-0-Führung in jeden Ball. Die wollen es unbedingt. Der Tabellendritte der Bayernliga. Neuen Trainer bekommen, jetzt im Winter, Daniel Weber. 49 Jahre. Eigentlich Koordinator im Aufbaubereich. In der Jugendabteilung des FC Bayern. Der Vorgänger Peter Gajdarov ist aufgerückt durch den Weggang in der Jugendabteilung von Martin Demichelis. Es gab ja einige Personalrochaden bei den Bayern und Gajdarov ist jetzt Co-Trainer der U19. Dafür hat Daniel Weber jetzt zunächst bis zum Sommer die U16 übernommen und kann sich hier freuen über einen starken Auftritt im Achtelfinale seiner Mannschaft. Bayern lassen nicht locker. Jetzt mal die Leipziger mit der guten Gelegenheit am Udia Basic.
Pass rübergelegt nochmal. Die Bayern gefühlt dem 5-0 immer so ein bisschen näher als die Leipziger dem Anschluss und dem Ehrentreffer. Ganz verhindern kann man es in der Halle natürlich nicht, aber die Bayern schon dominant und verdient vorne. Freistoß Leipzig, Weber. Mit Gramelsberger im Aufbauspiel. Wieder Weber. Eigentlich guter Laufweg von Sami Bigi. Weber attackiert, kriegt den Ball noch rüber. Gut geholt. Von Lionel Fufak. Gestern auch als Torschütze in Erscheinung getreten. Ja. Freistoß für die Bayern, richtig. Das Festhalten an der Bande mit beiden Händen nicht erlaubt und deswegen immer wieder diese Freistoßpfiffe. Regeltechnisch genau korrekt. Über Sinn und Unsinn dieser Regel kann man sich ja streiten. Aber sie ist halt zu 100% korrekt ausgeführt. Hier von Eugen Fritz vom SWS Holzhaus. Die letzte geht es in die heiße Phase. Die letzte Spielminute wird euch präsentiert. So, Minute noch. Die Bayern werden wohl ins Viertelfinale einziehen. So mutig darf man hier von den Prognosen sein. Trotz Halle und einer enormen Schnelllebigkeit. Und sie ziehen verdient ins Viertelfinale ein. Gegen den ersten FC Köln. Das wird hochklassig. Leipziger wieder so ein Beispiel, wie schade dann dieses K.O.-System irgendwann ist, weil die hat man gerne gesehen. Da war immer was los. Viele, viele Tore in den Partien mit RB Leipzig hier. Und deswegen ein weinendes Auge definitiv dabei. Stark holt der Ball nochmal, wunderbar in die Mitte gelegt. Abschlussversuch und dann der Außenpfosten, Lennox Eilke. Leon Klarnack hier nochmal im Tor, der Nationalspieler. Gerade im Trainingslager in Spanien gewesen und auch Nick Jennerich zielt zu hoch. Da haben wir nochmal den U16-Nationaltorwart für Deutschland. So, mit die letzte Angriffsmöglichkeit für die Leipziger, zumindest noch Ergebniskosmetik zu betreiben. Da hat aber David Deiber was gegen. Die Nummer 17 beim FC Bayern klärt den Ball kurz vor der Linie. Wenige Sekunden. Gibt es jetzt nochmal den Treffer, Nein, und da ist Leon Klarnack da, zeichnet sich aus. Also Glückwunsch an den FC Bayern München. 4:0 gegen RB Leipzig. Das waren die Achtelfinals. Wir gehen jetzt, wie gesagt, kurz in ein Schauprogramm. Danach haben wir die Viertelfinals. Hertha gegen den BVB. Der HSV gegen Bayern 04 Leverkusen. Bayern gegen den ersten FC Köln. Und Mainz gegen Düsseldorf. Wir sind gleich wieder da. Lasst es euch schmecken. Und ja, wir hören uns gleich wieder.